Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier-Challenge. Genau. Ja, wir haben ein paar Feinde. Wir haben ein paar feindliche Armeen. Und wir haben selbst nur ein paar wenige Armeen. Also eine, zwei, drei Full-Stack-Armeen und eine, die gerade aufgebaut wird, beziehungsweise da warte ich gerade, bis hier die königlichen Ställe fertig sind. Ich muss sowieso gerade auf Geld warten. So, ja, also letzte Runde haben wir hier in Jerusalem heftig gekämpft gegen zwei Armeen, beziehungsweise eine und ein paar Dödel. Die haben wir haushoch gewonnen. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier einen sehr schönen... Gut. Wahrscheinlich habt ihr schon in den Kommentaren vermerkt, dass Dobi, dass ich in deine Verbündeten. Gut, ich hätte, also das hätte mich echt überrascht, wenn oder das hat mich überrascht, dass eine feindliche Armee jetzt in Gewaltmarsch hier hingeht, wenn meine Armee da ist. Gut. Naja, ich hoffe mal, dass ich die genug provozieren kann, dass sie mich angreifen. Das wäre sehr schön. Weil ich denke, ja, der hat hier halt 2, 4, 6, 8, 9, ja, 8 Fernkämpfer. Ja, ups. Ja, das wird hässlich. 2, 4, 6, 8, das wird auch hässlich. Das wird definitiv hässlich, also ob die jetzt angreifen oder nicht. Ich gehe mal jetzt dahin, also dann habe ich 2 minus 12 hier. Aber, ich gehe mal mit der nach oben. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich die mal jetzt vertreibe. Also wenn die mich angreifen, ist es gut. Dann haben die beiden zwei Armeen weniger oder die beiden eine Armee weniger. Oder er holt jetzt Verstärkung. Aber Hauptsache ist... Oh, den habe ich gar nicht mehr gesehen. Das ist scheiße. Das ist blöd. Ich kämpfe mal. Weil wenn das sich blöd anstellt, kann ich einiges von ihnen holen. Wenn er gut ist, dann schickt er einfach seine Fernkämpfer vor und ich ja, schau blöd aus der Wäsche. Beziehungsweise mach gar nichts mehr. Ja, mal schauen. Mal schauen, was der macht. Ich bin echt gespannt. Wenn er jetzt volle Kanne einfach angreift, ist es gut. Sieht gerade gut aus. Ja. Dadurch kann ich auf jeden Fall ein bisschen was... Die Männer wanken. Bisschen was drehen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Aber nur ganz wenig. Also wirklich nur wenig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Okay. Das ist ein schändlicher. Auf jeden Fall, ja, 200. 300 Leute. Ja, hier steht's ja. Ich brauche gar nicht zusammenzurechnen. Gut. Ein paar habe ich schon mitgenommen. Ich hoffe, dass ich ein paar Einheiten komplett vernichtet habe. Aber das kann ich noch nicht sagen. Oh ja, den General. Okay. Also ich habe 4 Einheiten vernichtet. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Okay, der geht dahin. Ich wette, ich komme... Oh, Kleopatra ist tot.
Von Göttern gesegnet, dass du. Ich wette mit euch, ich komme bis hierhin. Oh, noch nicht mal bis dahin. Gut, Ah, nicht mal mit dem komme ich dahin. Was ist denn da los? Was ist da los hier? Ja. So, okay. Du gehst mal wieder zurück einfach. Okay. Wo ist meine Adelige? Da ist meine Adelige. Und zwar tot. Gut, dann hier. Was mache ich hier? Ist die Frage, baue ich hier auch einen Stall hin? Weil hier habe ich schon einen Stall. Aber es würde reichen, wenn ich, ja. Es würde eigentlich reichen, wenn ich dann hier den nächsten Stall mache. Dann baue ich hier einen Tagebau. Wegen Moneten. Und mit dem müsste ich dann eigentlich kurz wieder zurück. Das mache ich noch nicht. Dafür habe ich noch nicht genug Geld. Haushalt erweitert sich. Das ist wunderschön. Armee zerstört. Naja, es war eine Garnison. Also nicht wirklich eine Armee. Naja. Okay, da kommen auf jeden Fall wieder Ägypter. Stimmt, ich wollte wieder eine Adelige bauen. Aber, oder rekrutieren. Aber das konnte ich nicht. Okay. Der zeigt mir eine ziemlich düstere Vorhersage. Aber so düster ist das gar nicht. Also die da. Also die da kümmern sich komplett um die. Der Elefant kümmert sich um die und die da kümmern sich um die Fernkämpfer. Ja, ich gehe mal zurück, wenn er mit wieder angreift. Okay, dann fighten wir das mal. Also an sich, klar, es sind 1500 gegen 460. Also ja, er hat über das, also über mehr als das Dreifache an Einheiten, aber wenn ich es gut anstelle, hat er trotzdem keine Chance. Das Problem ist, dass sieht es nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Wollte gerade sagen, das Problem ist, dass ich gegen Hügel kämpfe, aber hier sieht man das quasi so schräg. Also hier ist unten, da ist oben. Gut, jetzt muss ich mal schauen. Also. Okay. Die da. Keine Ahnung, wo. Ach, die können auch bei der 3 mitmachen. Gut, die sind in der Mitte auf jeden Fall. Die da sind dahinter. Und 2 und 4 sind an der Seite. Let's go. An sich, er muss hier angreifen. Okay. Hier ist Nahkampfkavallerie. Sonderkavallerie 3-3, okay. Ich mach schon mal die Zange. Ey. Du?
Elefanten sind bereit für die Schlacht! Gepanzerte Elefanten! Streitwagen! Zu Befehl! Zu Befehl! Wollt ihr Befehle? Okay. Du gehst hierhin. Unser General wird angegriffen. Du gehst dahin, du gehst hier rüber. Du gehst dahin. Okay. Bitte einfach durchfahren. Das wäre ganz reizend. So, sehr schön. Einfach durchfahren. Macht einfach die Sense. Dafür bezahle ich euch. Sehr schön. Und jetzt dahin. Du beeilst dich mal mehr. Ihr einfach durchfahren, einfach chillig durchfahren. Ihr könnt mal hier hingehen, weil die sind ja noch am Leben. So. Die Streitwagen sind ein bisschen überfordert, wie es mir scheint. Sehr schön. Das ist gut. Darum. Männer wanken. Okay. Eine unserer Einheiten hat. Das Blöde bei den. Bei den Streitwagen ist halt, dass die sehr viel Liebe brauchen und Micromanagement. Die sind halt sehr dumm. Kann man nicht anders sagen. Die müssen einfach nur durchfahren und schon ist die ganze gegnerische Einheit tot. Also sieht man hier gerade. Finde ich übrigens sehr schön, dass die kein Friendly Fire mehr machen. Okay. Die gehen mal hier durch. Unser General ist gefallen. Ach ja. Aber das ist nicht so schlimm. Bin sehr gespannt, wie viel die getötet haben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Nein, okay. Jetzt könnte er noch gewinnen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Verdammt. Das ist ein schändlicher Angriff. Weil die sind nämlich sehr, sehr schlecht gegen Kavallerie. Ist ja klar. Also, ja, wobei. Kavallerie würde. Also, die würden der Kavallerie ja die Beine abschneiden, rein theoretisch. Bitte. Rein theoretisch, aber praktisch sieht es natürlich nicht so einfach aus. Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh, das wow. Ich habe hier ja noch mal eine volle Einheit. Oh Gott. Oh Mann. Wo, hä? Warum ist die noch komplett da?
Wow. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Gut, also teurer Sieg auf jeden Fall. Aber es hätte besser laufen können, wenn ich die eine Einheit nicht vergessen hätte. Das war echt bitter. Das war echt dumm. Ja, so viele waren die gar nicht. Also 400 und 2,9, also 300. Der Elefant war schon nice. Wow, ich habe 300 verloren. Aber dafür eine ganze Armee platt gemacht. Oh, das war ein krasser Kampf. Krasser Kampf. Und alle haben überlebt, bis auf der Elefant. Der war halt schon Stufe 6. Bisschen bitter. Das ist ein bisschen bitter. Gut. Ich schau mal. Also ich habe sehr viele von meiner Familie. Ich will jemand, der Bauzentrum. Ich will eigentlich jemand, der günstiger rekrutieren kann. Und es ist mir eigentlich wurscht, ob er von mir ist oder nicht. Wieso kostet der so viel? Der kostet 5.100? Warum? Lol. Gut, warte, dann mache ich jemand mit Entschuldigung. Dann mache ich jemand, der mehr Money bekommt. An sich sind die alle nicht ganz kacke. Motivieren, Waffenschaden, Geschossschaden, Baukosten von Industrie, Wohlstand durch Industrie. Der wäre in Jerusalem gut. Steuersatz, aber der ist eigentlich zu gut für, und der hat Korruption. Gravitas, Loyalität, Steuersatz, Unterhalt, Ja, jetzt kann ich schon Kataphrakte machen. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr dazu kommen, wenn ich die königlichen Ställe dazu habe, aber ich glaube nicht. Ich mache trotzdem den. Das ist sicherer. Gut, also, Söldner habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil, wozu? Ich mache mal die Stadt schnell, bevor mein Kumpel die macht. Kumpel die und Kumpel da. Genau, die habe ich gebraucht für Sicherheitsstreitwegen, genau. Und jetzt Steuersatz wäre ganz gut. Öffentliche Ordnung wäre auch nice. Aber da muss ich noch ein bisschen warten. Okay, der bekommt etwas vom durch rumstehen. Unterhaltskosten für alle Einheiten außer Söldner. Baukosten, Rekrutierungskosten. Rüstung, Verstärkungsrate, Munition. Nahkampfabwehr. Ich mach mal das da. Rüstung wird extrem wichtig sein für die Kavallerie. Okay, die bleibt mal hier. Also der da wird nächste Runde versuchen, hier hinzukommen. Aber das werde ich gekonnt ignorieren. Ich habe jetzt 2700. Das heißt, es ist Zeit für eine
Agentin. Ich könnte auch noch einen Helden machen. Das ist ganz gar nicht so schlecht. Und als Kosten für Begleitarmee, Rekrutierungskosten für alle. Oh. Der ist gut. Öffentliche Ordnung, Wachstum, die ist auch nice. Also die sind alle gut. Okay, dann mache ich hier mal die, die Dame. ...1200. Könnte ich mir gerade noch leisten. Aber ich baue lieber hier aus und gebe es in Industrie oder hier ein bisschen öffentliche Ordnung noch aus, damit das hier auf jeden Fall ja bleibt. So, dann gehst du mal hier zurück für ein bisschen öffentliche Ordnung und weiter geht's. Ah, der schon wieder. Versucht er sein neues... Oh, Kamelbogenschützen. Oh. Ich habe ja die Kaserne weggemacht. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber ich habe hier eine volle Armee jetzt hier drin. Aber dafür habe ich zwei Pikiniers-Einheiten nicht mehr. Uiuiui. Uiuiui. Das ist gar nicht mal so schön. So. Ich werde versuchen, mit meiner Armee den da auf jeden Fall wegzubekommen. Oder wegzusneaken. Beziehungsweise, warte, das sind alles Kavallerie. Da sollten die da reichen. So. Die sind mal hier oben. Die sind mal hier. Die Kamele kann eigentlich mitmachen. So, und die da, was machen die denn? Ja, keine Ahnung. Der bin ich gerade überfragt. Ich weiß halt nicht, woher er kommt. Wohin geht er? Woher kommt er? So, ich stelle sie einfach mal hier auf, falls ich nicht aufpasse. So, einfach alle drauf. Viel Spaß. Oh Gott, da kommen ein paar Pferde. Er kommt von da, okay, alles klar. Hält was aus. Gut, ich könnte hier hingehen. Und dahin. Mit denen, die stelle ich hier hin. Die stelle ich dahin. Die kommen hier hin. Und die kommen dahin. Oh, Junge. Seid ihr dann mal fertig hier? Hier hin für etwaige Popogaudi, keine Ahnung. So, die
komm mal hier vor. Ah, wenn das Bogenschützen wären. Oh, die können jetzt hier so schön runterballern. Haben die Piken verlangsamt? Die haben die Piken verlangsamt. Das ist wunderschön. Hier auf hier. Oh nein, seid ihr gerade in meine Falle gelaufen? Oh, das tut mir leid. Ja, wobei, der kommt gerade so raus. Der hat halt einen kleinen, klitzekleinen Bonus gegen meine Kavallerie. So Moralboni, so. Gut, aber der feindliche General ist. Ach krass. Das sieht schon nice aus. Okay, ihr lasst mal davon ab. Und ihr bewegt mal euren kleinen Arsch. Also klein in Anführungsstrichen. So. Ihr holt euch die da auch. Die da. Nahkampfkavallerie. In der Tat. So. Die gehen mal weg. Das war nicht ganz so klug von euch. Ich würde mal sagen, jetzt seid ihr im Arsch. Hihihi. Entschuldigung. Diese Vulgärsprache ist immer so vulgär. Okay. Okay, die sind weg. Weg. Ihr geht mal dahin, ihr geht mal dahin und stellt mal eine klitzekleine Falle und ihr geht hier hin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, sehr schön. Du machst das, du machst das. Wieder die. Das passt schon. Okay, die sind jetzt fertig. Die gehen mal zurück. Die Männer wanken. Ja, ihr wankt und ihr wankt euch mal dahin. Die wanken auch schon.
Ihr dürft weiter angreifen, ne? Also, es sei denn, ihr wollt, dass ihr sterbt. Das ist dann eure Sache. Wobei, ich verbiete es euch. Gut, sieht... Ja, okay. Die Elefanten kümmern sich mal hier rum. Sehr schön. Die Bamsen jetzt hier rein. Ich hol mal den nächsten. So. Unser General wird angegriffen. Jojo, nee, er greift an. Er wird nicht angegriffen, er greift an. Okay. Der greift hier an, der greift hier an. Seid ihr fertig? Immer noch nicht. Na gut. Sehr schön, die sind standhaft. Das ist natürlich nicht ganz so schön für mich. Die müsste ich auch mal von hinten angreifen. Ja, da ist auch weg. So, bitte mit Schwung angreifen. Du greifst auch mal hier an. Du greifst hier an. Der ist ja immer noch da. Und zwar ziemlich gut. Wo sind die? Da sind die. Ich werde wahrscheinlich dann bei Zeiten die, die Kamel-Einheiten ersetzen durch Kataphrakte. Kamele sind an sich auch richtig nice gegen Kavallerie. Aber Kataphrakte sind halt ziemlich nice gegen Infanterie. Also da muss ich mal schauen, was die perfekte Balance-Armee ist. Wahrscheinlich nehme ich dann die... Ja, das schauen wir dann gleich. Gut, also wer hat so richtig reingehauen? Ja, alle durchschnittlich. Durchschnittlich 100 so ungefähr. Ja. War auch dieses Mal nicht knapp, ehrlich gesagt, weil, also auch von der Zahl her, 2000 gegen 2500, 400? Genau, 2400 ist jetzt nicht so, so spektakulär. Gut, vor allem, wenn man die Armeen so benutzt wie er. Die Foltermeister, meines Herren, werden sich für euch ganz besondere Grausamkeiten ausdenken. Warum? Bis zu unserem nächsten Treffen. Noch mehr Feinde. Das Problem ist, also klar, also Pergamon würde mir zustehen. Also, aber Quitri. Ich weiß nicht, ob Quitri. Und ich weiß nicht, ob Quitri so clever wäre. Ich tue es trotzdem, weil wenn Quitri mitmacht, hat Marin mehr Probleme. Und Marin hat momentan nur Krieg mit den Sklaven. Also ich hoffe. Verdammt, natürlich hat er nicht mitgemacht. Das Problem ist jetzt natürlich, dass er, also dass Marin nicht mehr mein Verbündeter ist, also mein Defensivverbündeter. Das ist nicht ganz so clever. Nochmal Politiker, Spionen, oh nein. Kind ist geboren, oh ja. Untertane, genau. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Da muss ich leider in Gewaltmarsch rein. Aber das wird trotzdem. Das wird trotzdem reichen. Na. Da musste ich jetzt mit Gewaltmarsch rein.
Hier ist einer, der hier rein kann. Und hier rein. Oh. Uiuiui. Mit Gewaltmarsch könnte er hier rein. Okay, dann mache ich so. Er geht hier rein. Und du mit gewaltigem Marsch hier rein. Puh. Also Geld habe ich jetzt wieder ein bisschen. Also 3-4 ist natürlich echt wenig, aber es ist für den Anfang ganz gut. Okay, 4 Runden noch. Ich muss mal wieder. Warte, so, also. Was passiert hier? Also, die Dienerin einer rivalisierenden Familie plaudert Geheimnisse auf dem Markt aus. Sie besitzt womöglich Informationen, die wir gegen unsere Rivalen einsetzen könnten. Sie entführen, sie bestechen, nichts unternehmen. Wie war das bei ihr? Ich glaube, wenn wir sie entführen... warte, entführen ist natürlich hier brutal. Sie bestechen. Vielleicht können wir ihr Informationen abkaufen. Also ich würde sie... Also wenn wir sie bestechen, glaube ich, gibt es uns Mali bei den anderen Familien. Aber momentan ist Risiko 4%, das ist verschwindend gering. Ich besteche sie mal. Ich besteche sie mal. Warte mal. Ich weiß gerade nicht. Ich habe gerade überlegt, wenn ich die da angreife, was brauche ich, um die Schildkröte, also die Schildkröte, die die Mauern durchbrechen kann, was brauche ich dafür? Und dafür brauche ich, glaube ich, irgendwas hiervon. Oder? Belagerungszeit. Bestand der Belagerungsgeräte, Belagerungszeit. Oder. Ich glaube wirklich, das war irgendwas hiervon. Ah, das können wir ja bald mal schauen. Ich habe schon wieder überzogen. Tut mir sehr leid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Runde werden wir hier mal anschauen, was hier so alles geht. Und ob jetzt die 501. ihre... ob ich hier überlebe. Weil das sind 3 Frühstück-Armeen. Sind natürlich sehr einfache Einheiten, ne? Aber sehr viele Fernkämpfer. Also, mal schauen. Ich weiß auch nicht, wie hier die Stadt ist. Also, ob ich mich einbunkern kann und. Fragen über Fragen. Das werden wir vielleicht nächste Runde erfahren. Wenn sie angreifen. Wenn nicht, dann nicht. Macht's gut. Bye, bye.